Liebe Arnsbergerinnen und Arnsberger, ich begrüße Sie ganz herzlich vor unserem schönen Sauerlandtheater hier in Arnsberg. Ja, gleich wäre er losgegangen, unser traditioneller Neujahrsempfang der Stadt Arnsberg. Sehr gerne hätte ich Sie als Gäste des Arnsberger Neujahrsempfangs hier im Arnsberger Sauerlandtheater in Empfang genommen. Stattdessen begrüße ich Sie nicht minder herzlich auf diesem Wege virtuell. Wenn ich mich hier auf den Ring vor mir so umblicke, da fehlt einfach etwas, etwas ganz Entscheidendes. Da fehlen die Menschen und mit unsere Gäste. Dennoch freue ich mich, Ihnen meine besten Grüße und Wünsche für das neue Jahr zu übermitteln. Wie schon im letzten Jahr gilt, auch zu Beginn dieses neuen Jahres, bleiben wir zuversichtlich und halten wir zusammen. Der Blick nach vorne stimmt mich optimistisch und das will ich Ihnen auch gerne vermitteln. Aktuell haben wir die pandemische Lage hier in Arnsberg, insbesondere im Vergleich mit anderen Kommunen und Bundesländern, gut im Griff. Der Beginn der Impfung war ein besonderer Meilenstein. Dennoch dürfen wir nicht nachlassen. Und wir müssen weiterhin gemeinsam achtsam und vorsichtig bleiben. Dass wir die herausfordernden letzten Monate und auch die aktuelle Situation gemeinsam schaffen, ist vielen zu verdanken. An erster Stelle aber Ihnen, Ihnen allen, den Bürgerinnen und Bürgern Arnsbergs. Ihnen danke ich für Ihre Disziplin, für Ihr Verständnis, aber auch die große Hilfsbereitschaft, die an so vielen Stellen spürbar und erlebbar war. Den vielen Ärztinnen, den Ärzten, den Pflegepersonal, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums Hochsauerland, in den Arztpraxen, in den Rettungsdiensten, meinen großen Dank für die exzellente medizinische Versorgung und Behandlung. Aber auch den Kolleginnen und Kollegen der Polizei und des Ordnungsamtes möchte ich Dank sagen. Seite an Seite haben Polizei und Ordnungsamt dafür gesorgt, dass die notwendigen Maßnahmen eingehalten und den Bürgerinnen und Bürgern stets ein Gefühl der Sicherheit vermittelt werden konnte. Mein besonderer Dank gilt aber auch denjenigen, die in besonderer Weise gefordert waren und weiterhin sind, die unseren Alltag und die Versorgung aufrechterhalten, insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen, in den Lebensmittelmärkten, in unseren Schulen und Kindertageseinrichtungen und an vielen, vielen Stellen mehr. Ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, wir haben erkannt, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Wir Arnsberger und Arnsberger können aufeinander zählen und das ist eine äußerst wertvolle und mutmachende Erfahrung. Eine Stadt steht aber auch trotz Corona nicht still, ganz im Gegenteil. Was haben wir im vergangenen Jahr trotz der Pandemie alles erreichen können? Wirklich stark. Die Betonung liegt dabei auf gemeinsam, denn ohne die Tatkraft meiner Verwaltung in guter Zusammenarbeit mit dem Rat hätten wir wahrlich nicht so viele Themen und Projekte vorantreiben können. Diese Dynamik und Flexibilität, die auch die digitale Arbeitswelt mit sich bringt, werden wir uns auch in diesem Jahr zunutze machen. Lassen Sie mich an dieser Stelle auf einige ausgewählte Themen und Projekte des vergangenen Jahres eingehen. Zunächst zwei von vielen, die von besonderer Bedeutung waren. Das verbesserte Online-Service-Portal. Unser Serviceportal, abrufbar unter portal.arnsberg.de, wurde massiv weiter ausgebaut. Es umfasst mittlerweile über 100 Dienstleistungen und ermöglicht, verschiedene Anliegen online und damit terminunabhängig zu erledigen. Aber auch unser aktives gesamtstädtisches Marketing und die Wirtschaftsförderung waren aktiv. Beide standen vor besonderen Herausforderungen. Nach intensiven Monaten der Vorbereitung wurde die Arnsberger Shopping Card realisiert. Damit wurde durch unser gesamtstädtisches Marketing eine weitere wichtige Maßnahme umgesetzt. Ich bin mir sicher, dass dies auch einer von vier notwendigen Bausteinen sein wird, um unseren heimischen Betrieben, unserem Einzelhandel nach dem Lockdown wieder auf die Beine zu helfen. Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig, sich mit zukunftsweisenden und mutmachenden Themen und Inhalten zu beschäftigen. Unter anderem ein wichtiges Herzensthema von mir und der Verwaltung, Arnsberg als Hochschulstadt für Forstwirtschaft. Wir haben ein Strategiepapier erarbeitet, welches in mehreren Gesprächen mit der NRW-Umweltministerin großen Anklang fand. Gemeinsam mit einer externen Hochschulberatung geht es nun weiter. Die Idee, den Wald im Wandel und die nachhaltige Entwicklung von Städten und Gemeinden integriert zu betrachten. Der große Rückenwind vieler, nicht nur regionaler Unterstützer, freut uns an der Stelle sehr. Wir werden alles dafür tun, um bei der Sache erfolgreich zu sein. Die Idee bindet sich in unsere gesamtstädtische Strategie der Nachhaltigkeit in ganz besonderem Maße ein. Kommen wir zum Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bildet die Grundlage so ziemlich all unserer Handlungs- und Lebensbereiche. Was Nachhaltigkeit bedeutet, wird schnell deutlich, wenn man die Tür öffnet und vor der eigenen Haustür schaut.
Die dramatisch sterbenden Wälder als Folge der andauernden Hitze lassen uns vor Ort schon jetzt deutlich die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels spüren. Wer nicht nachhaltig agiert, handelt damit letztendlich auf Kosten künftiger Generationen. Nachhaltigkeit beinhaltet neben der ökologischen Komponente gerade auch soziale und ökonomische Dimensionen. Wichtig ist aus meiner Sicht auf unserer kommunalen Ebene die Botschaft: Jeder, jede kann mit seinen Ehrenmitteln bereits mit kleinen Schritten etwas tun und bewegen. Die Pandemie hat uns auch das groß zu viel in drastischer Weise vor Augen geführt. Von vielen gibt es genug oder zu viel. Doch wir haben im vergangenen Jahr schnell gemerkt, worauf es wirklich ankommt. Unser Augenmerk ist nicht mehr in dem Maße dem Materiellen gewidmet. Es geht um Gesundheit, es geht um Zusammenhalt. Wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung füreinander, auch für künftige Generationen. Und da schließt sich der Nachhaltigkeitskreis endgültig. Das Thema Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahrzehnten ganz verstärkt unabdingbare Variable bei all unseren Entscheidungen sein. Und das muss auch so sein. So finden Sie beispielsweise die globalen Nachhaltigkeitsziele ab dem 1. Januar dieses Jahres in jeder politischen Vorlage wieder. Es gibt keine zweite Chance für unsere Erde, die es für künftige Generationen zu bewahren gilt. Das verdeutlichen uns auch Marcella Hansch von Everwave, gemeinsam mit unserem städtischen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbeauftragten Sebastian Marcel Witte, ebenso wie die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die in ihren Grußworten zum Arnsberger Start ins neue Jahr uns auch begrüßen werden. Ich freue mich wirklich sehr über die für uns alle wichtigen Impulse. Auch wenn ich die zwei starken Frauen persönlich heute gerne hier bei uns beim Empfang begrüßt hätte. Zukunft wird aus Mut und Engagement gemacht. Das zeigt sich auch bei den vielen weiteren Themen, die wir für 2021 auf die Agenda gesetzt haben. Arnsberg wird Smart City. Die Corona-Pandemie führt uns vor Augen, wie wichtig digitale, smarte Technologien sein können und müssen. Es geht um smarte Mobilität, digitales Lernen, es geht um New Work, es geht um neue Möglichkeiten der Teilhabe und der Co-Kreation. Es geht um Fragen des Ressourcen- und Umweltschutzes. Wir starten einen großen Beteiligungsprozess. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Nachhaltigkeit, die nachhaltigen und vor allem lebenswerte Stadt der Zukunft skizzieren und gestalten. Bis Ende dieses Jahres werden wir eine Smart City-Strategie für Arnsberg auf den Weg bringen. Ein weiteres wichtiges Thema, das wir gemeinsam im nächsten Jahr gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, angehen wollen, ist die Einführung themenspezifischer Bürgerräte als ein zusätzliches und innovatives Instrument unserer Bürgerbeteiligung. Die Ideen und Anregungen werden an Verwaltung und Politik vorgestellt. Und übrigens, internationale Studien zeigen, dass Kommunen, die auf Beteiligung, Lebensqualität und Offenheit nach außen setzen, glücklichere Bürgerinnen und Bürger haben und wirtschaftlich erfolgreicher und sozial innovativer sind. Wir sind also auf einem guten und richtigen Weg. Auch in den vielen weiteren Bereichen unserer Stadtverwaltung werden wir wieder mutig, innovativ, mit viel Tatkraft das Leben und die weitere Zukunft Arnsbergs gestalten. Dabei geht es vor allem um Investitionen in zukunftssichere Infrastruktur, in unsere Kindertagesstätten, in unsere Schulen, die Modernisierung der digitalen Ausstattung, der Feuerwehren, auch unseres Bürgerrathauses. Ebenso freue ich mich aber auf das Vorantreiben vieler weiterer Projekte unserer Stadtentwicklung. Exemplarisch möchte ich hier nur einige erwähnen. In Öfentrup passiert sehr viel. Wir werden dort die Schule neu bauen. Wir werden ein Bürgerzentrum sanieren, errichten. Wir werden die Kita neu bauen. Es wird ein neues Ortszentrum entstehen. Aber auch in Arnsberger Altstadt wird viel passieren. Das integrierte Handlungskonzept greift. Der Förderantrag ist gestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen befindet sich in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber. Aber auch hier in direkter Nähe zu unserem schönen Saulandtheater, der Campus im Eichholz. Er wird eine Bildungswiese, es wird ein autofreier Campus-Walk, der in der Umsetzung sich befindet. Der Campus Berliner Platz mit dem Bahnhofsumfeld in Hüsten wird auf einen neuesten Standard gebracht. Aber auch der Solepark in Hüsten wird mit neuen Maßnahmen belebt und die Maßnahme wird jetzt qualifiziert, sodass wir auch da bald loslegen können. Ebenso wie beim Neubau der Grimme-Schule oder auch nach dem Abriss nach vielen Jahren des Stillstandes im Camp Loquet mit Wohn- und Kita-Flächenbau. Aber auch in den Dörfern wird sich sehr viel bewegen. Exemplarisch möchte ich nur die Dorfmittelpunkte nennen in Wennichloh, in Mischel und Bruchhausen oder auch den Start des barrierenfreien Ausbaus von rund 100 Bushaltestellen in Arnsberg. Sicherlich war hier schon die eine oder andere interessante Information für Sie dabei. Wissenswertes rund um Arnsberg, darum geht es aber auch in der Broschüre Arnsberg in Zahlen, die derzeit in Vorbereitung ist und bald vorgestellt werden soll. Ich freue mich schon sehr darauf und kündige diese daher gerne jetzt schon an. Wie Sie hören, es bewegt sich wirklich sehr viel. In Bewegung zu bleiben, das ist auch für die Gesundheit enorm wichtig. In den letzten Monaten haben wir dies nochmal deutlich gemerkt. Bleiben wir auch darüber hinaus beweglich, zeigen uns dynamisch und innovativ.
Eine Botschaft ist mir noch sehr wichtig. Ich denke an die Menschen, die weltweit und auch hier in Arnsberg den Kampf gegen die Krankheit Covid-19 verloren haben. Auch an ihre Angehörigen. Sind wir in Gedanken bei den Menschen, die gerade auf der Intensivstation um ihr Überleben kämpfen oder sich von den Folgen dieser schweren Infektion erholen? Auf das Jahr rückblickend werden wir eines Tages feststellen, dass nicht nur der medizinische, sondern vor allem der soziale Fortschritt das Virus besiegt hat. Entscheidend die humane soziale Intelligenz, unser gesunder Menschenverstand. So auch der Zukunftsforscher Daniel Dettling. Dafür brauchen wir Authentizität, den Willen zur Aufklärung, Ansprechbarkeit für die Menschen unserer Stadt und Zuversicht. In Anlehnung an die Worte unseres Bundespräsidenten am 24.12.2020 möchte ich mich mit folgenden Worten heute abschließen und auch mich bedanken. Arnsberg ist eine starke Stadt. Alle Generationen, die gesamte Stadtgesellschaft hält zusammen, wenn es darauf ankommt. Wir Arnsbergerinnen und Arnsberger können aufeinander zählen. Besonders möchte ich mich an dieser Stelle auch bei den vielen jungen Menschen bedanken, die das aushalten, die ein Studium beginnen wollen, eine Ausbildung beginnen wollen, in einen Beruf ansteigen wollten und die durch die Pandemie ausgebremst wurden. Sie haben in besonderem Maße unsere Solidarität verdient. Wie viel wir doch miteinander bewegen können, das erleben wir gerade jetzt in der Krise. Aus dieser Erfahrung können wir Mut und Kraft schöpfen. Auch um das gegen andere Bedrohungen wie den Klimawandel, gegen die Spaltung der Gesellschaft und für mehr Miteinander in Arnsberg uns zu engagieren. Gehen wir gemeinsam, gehen wir zuversichtlich, voller Elan in das neue Jahr, für das ich Ihnen allen von Herzen nur das Beste wünsche. Auf ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Ihr Bürgermeister Ralf-Paul Wittmann.